Das ist jetzt hier auch mal so ein Versuch. Ob ich die vielleicht dazu motivieren kann, hier zu parken und dann vielleicht mit dem Bus in die Stadt zu fahren? Ich weiß, ich bin vielleicht ein bisschen naiv, aber wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nicht erfahren. Fährt niemand ins Parkhaus. Der Bus. Knallhart. Wäre sinnvoll auch. Ja, Park and Ride. Hier ist Park and Ride. Park. Ride. Das dauert nochmal eine Weile. Okay. Hattchen, Dankeschön. Patchen oder Patchen? Spricht das Englisch oder Deutsch aus? Danke fürs Folgen auf jeden Fall. Ja, wir gucken mal, ob das länger dauert oder nicht. Also, mal sehen. Vielleicht sollte ich es auch billig machen. Vielleicht eine Idee. Hier. Angebot durch Angebot und Nachfrage, so nach dem Motto. Nachfrage niedrig, wir machen das Angebot günstig. Wir schaffen viel Angebot. Mal sehen. Vielleicht können wir die Nachfrage steigern durch günstige Preise. Bisher interessieren sich alle einen Scheißdreck dafür. Aber mal sehen. Die ballern hier alle wie Verrückten immer noch in die Stadt. Das gibt's aber nicht. Ja, und hier ist Stau. Park doch vorne. Ihr müsst nicht alle hier parken, ihr faulen Hunde. Ihr müsst nicht alle im Zentrum parken. Ich reiß die Parkplätze jetzt hier gleich ab. Faxen dicke. Hast du überhaupt eine Busstation? Ja, ja. Ich habe auch mehrere Buslinien gebaut. Hier, die sind auch gar nicht so schlecht in Benutzung. Ja. Und die Busstation ist direkt hier drüben. Also die müssen eigentlich nur einmal hier über den Fußweg und statt hier zu parken, hier drüben. Ich ging eigentlich davon aus, dass sie das hinkriegen. Ich meine, bei dem neuen Parkhaus. Ja, ja, ja. Da ist die Busstation. Parkhaus. Und die kommen ja hier alle an, wie die Verrückten. Ja. Du sagst es nur über den Fußweg. Ja, komm. Details. Details. Das werden die doch wohl hinkriegen. Naja, aber man sieht's schon. Man sieht's schon. So richtig fähig sind die nicht. Hier fährt ein Großteil rein. Ach, die wurschteln sich hier durch. Was seid ihr denn bedeppert? Kannst du keine Fußgängerbrücke bauen? Doch. Aber die... Also... Ja... Ja, geht. Ich will auch nicht aber sagen. Wir können es versuchen. Das Ding ist, die Fußgängerbrücke funktioniert eigentlich seltener so richtig gut über die Straße, weil das Problem, also wir hatten das letzte Mal schon, das Problem ist, der startet und ich kriegt den halt auf die kurze Distanz halt einfach nicht. Die Fußgängerbrücke ist eine Brücke, die ist aber nicht für Straßenübergänge gedacht. Also das, was hier so aussah wie eine Fußgängerbrücke, das hier, das kann man schon machen. Das Problem ist nur, ich komme nicht hoch auf die Brücke. Also die Brücke müsste eigentlich... Also ich kann nicht... Ich könnte es halt so probieren. Ja, warte mal. Okay, ich spiele das Spiel mal mit. Weil das Problem ist... Ja, genau das. Das ging das letzte Mal halt auch nicht. Ich muss mal so machen.
Ja, also der kann es halt nicht leiden, auf dem Fußweg zu enden. Total bescheuert. Aber der will am Fußweg enden, aber nicht auf dem Fußweg. Das heißt, deswegen meckert er hier auch rum, weil ich ich muss eine Krücke bauen. Moment. Ich habe eine Idee. Aber dann passt das hier wieder nicht. Doch, ich habe eine Idee. Es wird aber komisch aussehen. Aber weil die Gebäude dafür auch blöd stehen. Okay. Ich habe aber eine Idee, wie wir es hinkriegen könnten. Nee, auch nicht. Moment. Gib mir einen Moment. Oder eine Unterführung. Das könnte man auch. Jetzt lass mich mal ganz kurz das mit der Brücke testen. Jetzt habe ich ein bisschen Ehrgeiz geweckt. So. Das Ding ist nämlich, wir müssten hier, mach mal so. So ein Ding ist das nämlich dann. Ja, und das ist ja schon zu steil. Okay. Fertig. Sehr gut, Leute. So, nicht schön, aber selten. Hallo, Mr. Torbi. Schönen guten Abend. Ja, GZ, Leute. Also, wie gesagt, lass uns das vielleicht für den 2. und 4. Februar planen. So, wir haben das jetzt hier nochmal mit dazu gebaut. Ich glaube nicht, dass sie es nutzen. Wir lassen es jetzt erstmal dabei, weil wie gesagt, das ist halt so ein bisschen die Krücke. Die gehen dann halt hier hoch, müssen dann hier rüber, gehen dann halt hier runter. Ein Fußgängerüberweg würde das gleiche machen. Eine Unterführung könnte man jetzt auch nochmal probieren. Das wäre dann eher eine andere Geschichte. Das wäre dann eher so... Müsstest du dann halt eher so machen.
Ja, die würde noch nicht mal reichen, so. Müsste mindestens 10 Meter runter gehen. Geht auch noch nicht. Sieht dann auch super weird aus, weil es noch zu wenig ist. Schaut euch das an. Es wird erst, ab hier wird das erst interessant. Wir könnten jetzt natürlich hier halt so ein bisschen in Schlängel runtergehen. Nee, ist auch noch nicht richtig. 7,50 Meter? Haben wir da erst nur auf 7,50 Meter tief gesetzt? Oh no. Das ist bei 10 Meter. Oh Gott, ist das riesig. Aber anders geht's gar nicht, ne? Are you tired of shopping at the dingy stores? Sure you are. That's why you go to Common Groceries, the ultimate destination for the discerning shopper. Why, hello, Janet. Hi, Stanley. Isn't this a lovely place to shop? It sure is. Common Groceries. For twice the price, it's twice as nice. Donuts, donuts. Welcome to Go Nuts Donuts, the best donuts in town. And crawlers and creamy, crazy, crunchy critters. It's a full-on horror show. Schön wird das nicht. Bet you won't last 5 minutes. Donuts, donuts. Es würde tatsächlich so gehen irgendwie. Man mit Terraforming wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten, dass das ein bisschen besser aussieht. Das muss natürlich jetzt hier alles weg. Okay. Oh, 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 oh. Wo willst du hin? Ziel. Da willst du doch nicht hinlaufen. Doch, will sie. Ja, gut, okay. Ja, also. Kleines Experiment hier. Ich denke nicht. Eine Person steht hier drin. Irre. Ein Unfallpunkt theoretisch weniger. Das, ja. Auf jeden Fall. Die ist einfach über die Straße gerannt. Super. Ist ja nicht so, dass man hier konstruktive Meisterwerke installiert hat, nur damit man den, naja.
Ja, also das sieht gar nicht so schlecht aus, aber die Wege dahin sind, ja, das geht halbwegs sogar noch. Aber alles andere müsste sich verstecken. So ein typisches Ding von mir halt, ne? Es sieht nicht nach, sieht nach nichts aus. Es sieht halt eigentlich nur furchtbar aus. Ja. Jetzt wird die Gebühren noch weiter runter, wir können es gerne probieren, aber ey, langsam. Es füllt sich. Ja lol, die laufen einfach wahrscheinlich hier rüber. Ich will mal Geld fürs Parken, das geht nicht. 10 Cent ist das günstigste. So, wo lauft ihr jetzt hin? Breite Straße, Senioren. Okay, auch Breite Straße 71, Breite Straße 59. Breite Straße 59. Isela. Du wohnst hier. Okay. Willst du laufen? Hey, Gisela, das ist aber ein Stück. Naja, gut. Okay, wie groß ist die Katastrophe? Okay, Unfälle, Staus, sehe ich. Ja. Okay. Was ist hier los? Warum stehen wir? Warum fahren wir hier alle lang? Warum wollt ihr alle zu diesem einen Parkplatz? Das ist nicht euer Ernst, da wollt ihr alle hin. Okay. Und alle zu diesem Parkplatz, das gibt's doch nicht. Kauf mal schnell das Gebiet hier ein. Dass wir da ein bisschen flexibler werden. Okay, also wir sind uns einig, dass dieser Parkplatz hier absolute Schrottidee war, ne? Das war eine absolute Schrottidee. Den können wir da nicht lassen. Hast du Autobahnanbindung? Ja, aber nur bis hier. Das heißt, die müssen wir definitiv auch weiterführen. Die müssen wir weiterführen. Ich habe nämlich hier hinten eine Autobahn durchgezogen und ein weiteres Industriegebiet erschlossen mit Geothermiekraftwerk und habe dann hier ein wunderschön selbstgemaltes Kleeblatt, ja, weil ich dachte mir so, das kann ich auch. Ah, das war ein Akt letzte Woche, oh nee, ey. Aber wunderschön. Wie im Original. Ja. Ein Traum. Ein Traum. Nee, wir machen das anders, Leute. So. Viel besser.
Ja, nicht schön, aber selten. Ja, es ist halt so. Es hat halt mit einer Unsymmetrie angefangen oder Asymmetrie angefangen. Und dann hat sich die Asymmetrie immer weiter durchgezogen. Und dann bin ich einmal im Kreis gewesen und dachte mir so, nee, das ist ja, das kann ja nicht sein. Das müssen wir doch verbessern. Und dann habe ich wieder angefangen und ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Und dann habe ich gesagt, so, das ist jetzt schön, das bleibt jetzt hier, das wohnt hier. Ja. Und jetzt ist es halt so. So, aber jetzt können wir tatsächlich die Straße hier weiter durchziehen. Guter Punkt eigentlich. Ich bin hier bei 10 Metern. Ich glaube, ja. Ja, okay. Ist okay. Später wäre noch so perspektivisch zu überlegen, hier drüben wieder ranzugehen. Mal sehen. Jetzt wäre hier erstmal wieder eine Zufahrt wichtig. Da könnten wir tatsächlich ein bisschen auch hier Druck rausnehmen aus der Geschichte, ne? Ja, mal schauen. Yay, Autobahnkreuze bauen. Ui, wie haben wir das gemacht? Einzelstraße vergrößern. Genau. So. So. Ja. Das ist ja einfach. Zack, Autobahn auf- und abfahrten. Tada! Was ist das jetzt hier? Ach so, da ist dreispurig, da ist vierspurig. Okay. Na, wenn das so ist. So, ich bin gespannt, wie das angenommen wird. Ob sich dann die Geschichte hier ein bisschen entlastet. Übrigens, es stehen wirklich schon zwei Fahrzeuge. Zwei ganze Fahrzeuge stehen drin. Beeindruckend, oder? Zwei ganze Fahrzeuge. Und ich wette, die Leute sind gelaufen und haben hier nicht diese wunderschöne Über- und Unterführung genutzt. Ne? Sehe ich da eine Person irgendwo? Nee. Es ist so schade. Es ist einfach nur schade.
Naja. Ah, hier. Ja, die ersten Leute nutzen das. Bin gespannt, wie sich der Verkehr verlagert. Müssen wir mal beobachten jetzt. Gute Nacht, Ostpreuße. Danke dir für den Resub hier, ne? Im 21. Danke dir, mein Lieber. Schlaf gut. Leichenwagen? Warte mal, ist der Friedhof voll? Nee. Aber Krematorium wäre mal so ein Ding, ne? Ja, und der Parkplatz hier muss weg. Der Parkplatz muss weg. Kann es sein, dass die Grundschulen gebalanced haben so ein bisschen? Es fühlt sich fast so an, als würde man nicht mehr extrem viele Grundschulen brauchen. Und eine restliche Woche, ja, Dankeschön. Dir natürlich auch, ne? Ja. Ich habe auch morgen für morgen Homeoffice eingeplant. Ich werde nicht zur Arbeit fahren bei dem Wetter. Ich habe mir das heute angetan. Nee. Eine Stunde habe ich gebraucht, statt einer halben. Und meine Kollegin hat 2 Stunden gebraucht, statt einer Dreiviertelstunde. Gar keinen Fall morgen nochmal. Nee. Das Leben ist zu kurz. Und niemand hätte damit rechnen können, dass es schneit. Ja, also das kam ja wirklich wieder vollkommen unerwartet. Also wir machen unfassbar viel Cash hier, ne? Schnee, ja. Naja, die Leute haben einfach vergessen, dass Schnee ist. Das hätte niemand ahnen können. Guck mal, hier muss eigentlich ja was hin, ne? Wir machen jetzt hier Folgendes. Und zwar, wir bauen jetzt hier ein Karree. Und das Karree ist nur dafür da, dass die Leute parken können. Und dann sollen die mich mit diesen ollen Parkplätzen in Ruhe lassen. Was hang zu steil? Was ist denn mit euch? Weird. Ja, morgen, je nachdem, in welchem Teil der Republik ihr natürlich seid. Kann es mitunter halt auch wieder zu Schneefall kommen, aber halt auch zu Glatteis, habe ich gelesen, weil morgen über Deutschland sich 2 Luftmassen treffen, beziehungsweise die Luftmassengrenze genau über Deutschland ist, und da kann es dann entsprechend auch zu Eisregen tatsächlich kommen.
habe ich gelesen. Aber deswegen schaut gerne nochmal bei euch in der Region, was da so gesagt wird als Vorhersage. Und passt bitte auf euch auf, ne? Ist auf jeden Fall die nächsten Tage kritisch, je nachdem, wo man halt ist. In manchen Regionen soll es nur schneien, in anderen wiederum hauptsächlich... Ja, kalt, warm, so ein bisschen Wechsel, so richtig unangenehm halt einfach. So, wir sourcen das Problem jetzt hier nämlich aus und haben jetzt hier einfach eine Einbahnstraße. Ich mache mir erst Sorgen, wenn er reinzufriert. Ja, oder gar nicht mehr da ist, ne? So, wir haben jetzt einfach gesagt, so von wegen... Kein Problem. Wir bauen hier einfach eine riesige Parkfläche. Und drumherum... Oh, das ist, glaube ich, auch gar nicht so dumm. Drumherum... Machen wir jetzt Gewerbe. So, wenn die Kaufkraft hier vorhanden ist, dann sollen sie doch mal reingehen. Hier drüben ist keine Kaufkraft. Hier wäre aber noch, ne? Aber hier haben wir ja auch schon. Naja, wie sieht es hier mit Transport aus? 30% und 32% sogar. Krass. Ich weiß gar nicht, was ein guter Wert ist. Also, wir hatten ja auch schon mal so 40%, 50%, 60% Auslastung. Ich glaube, das ist aber schon ganz schön fett, ne? Was ist hier los? Ah ja. Bevölkerung wächst. Wir müssen mal schauen, was brauchen wir denn jetzt hier eigentlich? Ah, Industrie wieder, ne? Ja, Industrie müssen wir hier eigentlich nochmal so einen Zirkel machen. Können wir hier eine Straße durchziehen? Okay. Und einmal ausmalen. So. Mehr Industrie bitte. Mir fällt aber noch was anderes ein. Und zwar können wir mal nach Bodenschätzen Ausschau halten. Wo ist denn die Stadt? Hier. Denn wir sind hier drüben schon wieder in einem interessanten Gebiet angekommen. Und eigentlich finde ich es gar nicht mal so geil, dass das hier fruchtbarer Boden ist. Weil das macht mir so ein bisschen meine Planung kaputt, weil ich hier ja eigentlich eher so die Wohngebäude haben will, ne? Das macht mir das alles hier gerade so ein bisschen madig. Auch noch nicht. Und die Haltestelle verschiebe ich, glaube ich.
Weil wenn ich hier so viele geile Parkplätze jetzt habe, natürlich auch alle vollkommen überlaufen. Ich habe für mich halt herausgefunden, ich weiß nicht, wie es euch geht, gerade die Leute vielleicht, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass ein Parkplatz am besten in der Einbahnstraße steht. Dann können die Leute nur von einer Seite rein. Und die fahren förmlich die ganze Zeit im Kreis, wenn sie halt einen Parkplatz suchen. Und hier zeigt sich nämlich das Dilemma. Ah, die wollen alle zum Parkplatz. Und der Bus will hier auch noch durch. Das ist natürlich absolut Blödsinn. Wir müssen uns hier überlegen, ob wir hier 4 Spuren mittlerweile draus machen. Geht hier nicht mal. Warum eigentlich nicht? Überlappende Gebäude. Interessant. So, warte mal. 4. So, wegen der Parkspur auch noch. Ich kann natürlich auch sagen, dass wir die von der Spur verjagen. Aber warum? Cheap and random. Oh, we love the cheap and random flea market. We came here with the grandkids, and we'll stay... Cheap and random. Oh, sure, I've been here before. Matter of fact, I was here last Tuesday. Cheap and random. Toaster works fine. If you flip... Ich versuche mal hier die Busse ein bisschen zu präferieren. What is that thing? That is a frog nut extraction. Cheap and random. You never know what you're gonna get, and you never will unless you come find out. Genau, die parkenden Fahrzeuge schmeißen wir ja auch mal raus aus den Straßen. Und irgendwas wollte ich noch machen. Ah ja, die Busspuren. Genau. Wo fahren die überhaupt lang? Nö, da habe ich sie verbannt. Okay, jetzt fahren sie da lang, aber die nutzen nicht die Busspur. Willst du mich... Na gut, vielleicht geht's auch nicht. Genau, macht euch runter da. Macht euch runter von der Fahrspur. So, wo ist jetzt noch Stau? Eieiei, was ist passiert? Chemiewerk bekommen, nice. Aber was hat... Warum ist der Leichenwagen... Was ist passiert? Was ist... Nee, nicht da jetzt auch noch... Kehrt zurück zum Friedhof. Ja, aber warum? Okay, respawn. Zum Seelenfrieden.
Das ist hier, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Das Parkhaus? Oh. Immerhin. Vielleicht hattet ihr recht und das muss ich erst ein bisschen einschleifen. Wie sehen denn die Linien aus? Zeig mal her. 11, 21. Ich habe auch keine Ahnung, ob die Cash machen, ne? Warte mal. Woran sehe ich denn das? Ja, hier. Ne, die transportieren nur. Okay. Öffentlicher Verkehr. Sind das Fahrgäste oder ist das... Ja, müsste ja eigentlich, ne? Müssten ja eigentlich Transport pro Monat sein. Ah, hier, warte mal. Hier war das doch, oder? Ja, genau. Ticketpreis 8 Cent. Wir machen mal den ÖPNV spottbillig. Richtig billig. Für Umme. ÖPNV kostet nichts. Neues Marketingkonzept. ÖPNV ist kostenlos. Hat man, glaube ich, bei der anderen Map auch. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwas bringt. Parkplätze maximal teuer. Okay, das klingt schon wieder wie so eine Halsabschneider-Methode. Parkplätze unfassbar teuer, ÖPNV kostenlos. Das heißt, du musst die Karre abstellen, bezahlst dafür horrende Summen. Ja, okay. Vielleicht doch kein langfristiges Modell. Mal sehen. Parken im Kreis? Ja, nee, es ist ein Blödsinn. Ne? Wir machen mal einen Grünstreifen drumherum. Ich sehe sowieso gerade, guck mal, ich habe hier gefuscht. Das ist gar kein Kreisverkehr. Ich habe hier gefuscht. Das war bis eben kein Kreisverkehr. Jetzt ist es einer. Die konnten hier in alle Richtungen fahren. Hier auch. Das ist ja witzig. Jo, so macht das irgendwie mehr Sinn. Hätte ich hier eigentlich auch einen Kreisverkehr machen können, ne? Vielleicht machen wir hier einen. Sehe ich gerade. Ja, wir schmeißen die ganzen Leute wieder raus. Pech gehabt. Was haben wir denn hier? Hier spurig. Hallihallo Polaris, ich grüße dich. Schönen guten Abend. Wie war das gewesen? Okay, gib mir mal einen Moment. Wie war das gewesen? So, ne? Wir machen... So, 90 Grad. Gleichschenklig. Ah, mit 104 ist ein bisschen Filler. 80... Ja.
So. Warum ist das jetzt nicht mehr? Oder sieht das nur so aus? Ich glaube, es ist trotzdem halbwegs rund geworden. War gerade irgendwie skeptisch. So, wir machen den Fußweg nicht oder die Fußgängerstraße hier noch schnell einmal durch. Ja, ich glaube, hier werde ich auch andere Haustypen wählen. Genau, und dafür hier. So. Ja, meckert mal ruhig, aber ihr werdet gleich glücklicher. So, ach ja, sieht er, jetzt darf man hier noch parken. Das ist natürlich auch Quatsch. Diesmal ist es aber gleich ein Kreisverkehr geworden. Und da können wir jetzt halt diskutieren, ob wir hier vielleicht nochmal eine Auffahrt machen. Weil der Charme ist ja auf jeden Fall, dass wir hier eine Autobahn haben, die hier so ein bisschen zentral durchgeht. Und wir aber trotzdem hier auch einen Bereich haben. Ja, wo die halt dann ab und zu mal runterfahren können. Es wird dann halt wirklich auch langfristig wie eine Art Stadtautobahn werden. Mal schauen. Ja, also ich stimme zu, laut ist es tatsächlich. Der konzentriert sich halt in die Mitte. Gebäudestufen. Warte mal. Je dunkler, desto besser, ne? Are you setting a good example for your followers? Are you on a journey to find freshness? Are you tired of shopping at the dingy stores? Sure you are. That's why you go to Common Groceries, the ultimate destination for the discerning shopper. Obwohl, das stimmt gar nicht. Hi Stanley. Je heller, desto besser. It sure is. Common Groceries. Je heller, desto besser. Okay. Wir haben nur Industrie auf Stufe 5. Nächster Unfall hier vorm Parkplatz. Natürlich immer vorm Parkplatz. Wie könnte es anders sein? Let's go to Pernod Apparel.
kann doch nicht sein. Das ist voll. Schon wieder. Das läuft hier auch. Naja, noch geht's. Es geht noch, es geht noch. Die bauen nochmal neu. Hier bauen wir natürlich dann auch alles wieder zu. Und ich bin halt immer noch am Überlegen, ob wir hier vielleicht ein bisschen Landwirtschaft hinbauen, ne? Aber Landwirtschaft ist, glaube ich, auch so eine richtige Schmutzgeschichte. Lärm gering. Ein Steinmonolith, der seine Umgebung verändert und bereichert. Okay. Dann gucken wir den gleich nochmal an. Hier Spezialgebäude. Wohlbefinden. Zwei Kilometer Umkreis ist viel. Und die Chemiebude. Industrieeffizienz plus 1. Wo mache ich das Luxusanwesen hin? Ich weiß es nicht. Ah, hier vielleicht nicht so. Schön mit Ausblick auf die Industrie. Ein Traum wird wahr. Boah, weiß nicht, hier. Hier wohnt halt auch keiner, ne? Hier vielleicht. Viel zu riesig auf der Klumpen. Wir machen hier. Oh, das ist klein. Das ist super. Das ist geil. Schaut mal, das passt hier einfach so hin. Es ist komplett lost, aber es ist ein bisschen geil, weil es halt wirklich einfach nur so ein Klumpen ist. Und ich finde ihn irgendwie ganz stylisch. Ja, keine Ahnung. Langer, seltsamer Klotz. Ja, irgendwie schon, ne? So, wollen die hier immer noch alle abbiegen? Ja, Tatsache. Das. Okay. Aber warum? So, weil die zu faul sind, darüber zu fahren, um dahin zu kommen. Ja, ich verstehe. Aber ich will sagen, wie es ist, ne? So richtig unzufrieden bin ich mit dem Konzept bisher nicht. Es funktioniert eigentlich. Verkehrsfluss. Na gut, der Verkehrsfluss hier ist halt... Gut, der ist halt echt nicht so hoch, ne? In der Bärenstraße. Mit der Bärenstraße, ja, steht man schon mal immer mal wieder im Stau oder... Mit der Espenstraße, ja... Aber wenn wir hier auf Verkehr gucken oder auf die Straßen, nee, Verkehr müsste okay sein. Ah, wir haben auf jeden Fall ein paar Bottlenecks, ne? Es gibt ein paar Bottlenecks. Und der ist hier definitiv auch die zentrale Moorstraße. Verkehrsfluss nur um die 20-30%. Weia, da müssen wir vielleicht wirklich doch nochmal ran.
was machen wir hier? Habe ich noch keine so richtige Idee. Also die wollen halt hier alle lang. Ich verstehe es ja so ein Stück weit auch. Das ist halt auch echt ein bisschen doof. Aber ich kriege sie irgendwie nicht so richtig umgeleitet. Also ich könnte jetzt natürlich dort das Linksabbiegen verbieten. Wir könnten mal gucken, wie sie dann in Panik geraten. Und was sie dann für Ideen haben. Wir können mal ein bisschen schneller laufen lassen, dann sehen wir mal, was passiert. Wie sie einfach trotzdem links abgebogen sind bis eben. Warum biegen die hier links ab? Wo kommen die denn her? Was tun die da? Hey, ich mach das trotzdem auch, wenn sie nicht da. Hatte ich schon im Video, welches letztes Mal. Oh, super. Dann gucken wir, was hier auf dem Parkplatz veranstalten. Okay, jetzt hat sich das resettet komplett. Aber was tun die hier? Schön durch den Boden geglitscht, ja, als ob hier noch eine zusätzliche Straße wäre. Und jetzt haben sie einen Unfall gebaut. Ist nicht zu helfen. Euch ist nicht zu helfen. Was ist das? Was tut ihr da? Was soll das? Warum, der gelbe Bus hat hier überhaupt nichts verloren? Ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Also, der gelbe Bus dürfte hier nicht mal sein. Oder was ist das hier für ein Parkplatz? Ich glaube, das ist was kaputt. Ja, das glaube ich aber auch, ja. Nehmen wir den Parkplatz hier aus dem Gefecht.
Jo, alles klar, so, bis gleich. Versuche hier noch die Welt zu retten. So, jetzt hat er zumindest hier keine Betonfläche mehr. Jetzt kommen die hoffentlich dann nicht mehr auf die Idee, einfach querbeet zu fahren. Und dafür ist jetzt hier alles voll, weil die jetzt im Kreis fahren. Um dann hier rechts geradeaus zu kommen. Das heißt, es hat sich eigentlich nichts daran geändert, dass die hier lang wollen. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass sie nicht mehr links abbiegen, sondern geradeaus fahren. Na ja, toll. Ich wünschte, man könnte die Fahrspuren alle einzeln steuern, ne? Jetzt Chaos weiter beobachten. Ja, das Chaos steht hier Schlange. Ich verstehe nicht mal, warum fahren die Busse hier lang? Wie lost? Warum biegst du ab? Warum zur Hölle? Du hast keine Linie. Du musst hier nicht lang. Ja, die sollen hier oben lang fahren. You ever wear a denim vest? I'll tell you, girl, you will have them swarming. You'll see. Come on down to Denny's Denims. I'll set you up. Don't ask for Denny. Cheap and random. Oh, we love the cheap and random flea market. We came here with the grandkids and we'll stay. Cheap and random. Oh, sure, I've been here before. Matter of fact, I was here last Cheap and random. Toaster works fine if you flip the bread. Cheap and random. What is that thing? That is a frognet extractor. Cheap and random. You never know what you're gonna get, and you never will unless you come find out. Okay, ich versuche jetzt hier noch eine Sache. So nach dem Motto, viel hilft ja viel. Wieso steht ihr hier? Warum stehst du hier? Okay. Könnte jetzt an der Uhrzeit liegen. Aber erstmal geht's. Ich glaube, sobald ein Parkplatz frei ist, fahren da eine Menge an Fahrzeugen rein, stellen dann fest, oh, da passt ja nur ein Fahrzeug hin. Ja, siehst du hier auch. Die fahren hier nur rein, um dann wieder rauszufahren. Ziemlich sinnbefreit.
Aber wie gesagt, das Thema Parkplätze ist für mich ja immer noch so ein ganz großes Fragezeichen. Okay, lass mal schauen, was brauchen wir denn? Wir brauchen wieder Geschäftsfläche und wir sehen auch gerade sehr schön wo. Ja. Alles klar, OSG 0815, macht's gut, ne? Schön, dass du da warst. Dankeschön fürs Vorbeischauen. Gute Nacht, ja. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal, wenn du magst, ne? So, hier machen wir das Spielchen auch nochmal. Hier haben wir überall Parkplätze. Größeres Städtchen. Next Level freigeschaltet. So, Gewerbe haben wir jetzt auch wieder dazu. Parkplätze, Parkplätze. Bus und Bahn, wie sieht's denn aus? Ja, das wird hier alles eigentlich abgedeckt. Okay. Jetzt sieht's gut aus. Wir gehen mal hier durch die ganze Liste durch. Strom ist okay. Wasser. Ah, guck mal, Wasser wird langsam kritisch. Also die Wasserversorgung. Könnten wir ja hier hinten abzwacken. Wartet mal. Grundwasserpumpstation, ja. Läuft. Wasserversorgung etabliert. Oh, guck mal, Abwasser ist am Limit. Krass. Das heißt, wir sollten vielleicht in die Wasseraufbereitung investieren. Genau. Hier ist jetzt Stau. Ja, moin. Was ist denn hier passiert? Ja, die wollen da jetzt alle hoch. Ja, okay. Ich erkenne einen Bottleneck. Wir haben halt leider auch nur eine Auffahrt hier zum Industriegebiet, ne? Wir haben keine weitere
Auffahrt. Wir haben nur hier hinten eine. Und die wird nicht genutzt. Okay. Oh, da ist jemand verunfallt. Ein Taxi. Ja, gerade gesehen, wie der hier weggeschleudert ist. Wir schalten mal größere Kreisverkehre frei. Also ich habe es ja schon vorher mal befürchtet, dass das hier vielleicht ein Problem werden könnte. Sieht sehr stark danach aus gerade. Das Problem ist, glaube ich, auch, dass der Verkehr hauptsächlich links abbiegen will auf die Autobahn rauf. Vielleicht müssen wir das Konzept überdenken. Vielleicht müssen wir hier eine Konzeptänderung machen. Und zwar die Autobahnabfahrt. Probier mal ein bisschen was aus. Probier mal ein bisschen was aus, denn ich will die Auffahrt hier ein bisschen weiter nach hinten verlegen. So. Und dann hier vielleicht eine dreispurige Straße. So. Meine Idee war jetzt gewesen, ob wir vielleicht diesen Linksabbieger tatsächlich ändern können, dass es halt Rechtsabbieger sind. Weil Rechtsabbieger können halt sofort weiterfahren, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr knapp wird. Wir müssen hier, glaube ich, sowieso ein bisschen umstrukturieren. Von hier einen Rechtsabbieger machen. Autobahn zweispurig. Are you setting a good example for your followers? Are you on a journey to find freshness? Are you tired of shopping at the dingy stores? Sure you are! That's why you go to Common Groceries, the ultimate destination for the discerning shopper. Why, hello, Janet. Hi, Stanley. Isn't this a lovely place to shop? It sure is. Common Groceries. For twice the price, it's twice as nice. Donuts, donuts. Welcome.
Welcome to Go Nuts Donuts, the best donuts in town. Go Nuts Donuts. We've got grapes and crawlers and creamy, crazy, crunchy critters. It's a full-on horror show at Go Nuts Donuts. Bet you won't last 5 minutes. Go Nuts Donuts. Sieht noch ein bisschen wild aus. Aber ich glaube, es wird. Was ist das denn? Was ist passiert? Gruselig. Das ist okay. Gucken wir mal, ob wir da zweispurig draus bekommen. Ja, ich denke, das ist in Ordnung. Dann müssen wir die hier unten eigentlich auch noch breiter machen, ne? Wollte ich nicht. Da ist das schon besser. Jetzt brauchen wir da eigentlich ja auch noch eine Straße, ne? Oder brauchen wir die wirklich? Ja, die kommen sonst halt gar nicht auf die Autobahn. Ja, doch, wir brauchen sie. Jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. So wie wir das wollen. Der Stau hat sich aufgelöst. Das hat aber damit zu tun, dass die KI sich halt resettet hat. Der Bus fährt hier auch noch lang. Wir gucken einfach mal. Sackgasse. Ja. Lull. Durchgespielt. So. Wie gesagt, ein bisschen unorthodox. Es geht mir aber wirklich nur darum, dass die halt von dort, wenn sie aus dem Hafenbereich kommen, dass sie dann halt rechts abbiegen. Genauso wie der Bus gerade. Damit sie halt an der Ampel nicht links abbiegen müssen. Mal sehen, ob es klappt. Lass so ein bisschen dort Entspannung bringen. Was ist hier los? Jetzt fahren sie alle hier ab. Freunde! Freunde, was ist passiert? Was ist los? Wo noch? Ja, hier.
Das hat sich hier entspannt mit der Umbaumaßnahme. Okay. Warum wollen die alle abbiegen? Erschließe ich mir jetzt noch nicht so richtig, aber ist okay. Könnt ihr mir vorstellen, dass die vielleicht alle hier auf den Parkplatz wollen? Keine Ahnung. So, zack, zack, zack. Das ist natürlich wieder alles komplett überfüllt, aber das haben wir hier erstmal gelöst, glaube ich, auch mit dem Glitch. Warum der Bus da lang fährt, ich verstehe es nicht. Der darf hier nicht lang fahren. Warum tut er das? Will der mich veräppeln? Warum entwickelt der ein Eigenleben? So schwer ist es doch eigentlich nicht. Sollte man meinen. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt Gewerbe mit hoher Dichte. Sehr geil. Da gehe ich natürlich sofort drauf. Das ist auch voll hier mittlerweile, das Parkhaus. Was können wir denn noch eigentlich erforschen mittlerweile? Wir haben die Wasseraufbereitung, genau. Wir wollten Wasser aufbereiten. Luft- und Bodenverschmutzung gering. Machen wir hier hinten. Oh ja, hier. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so smart. Gottes Willen, wie riesig sind denn die Gebäude? Okay, wir müssen die Standortfrage nochmal neu klären. Stell ich gerade fest. Die Anbaugebäude sind ja riesig. Da sind wir eher hier. Haben wir hier eigentlich nochmal Bodenschätze? Nur hier drüben wieder. Okay. Hier, das können wir noch mit. Noch, das ist eine gute Idee. Da können wir nochmal rangehen. Hier so. Indem wir sagen, wir machen hier eine Doppelstraße nochmal ran. So, zack, zack, zack.
Bist noch ein bisschen leiter. Ja, okay, ich erkenne die Problematik dieser Insel. Wir wollen es ja teilweise organischer haben, ne? Dann machen wir es auch. So, das wird auch Industriegebiet. Und dann wollte ich jetzt hier noch eine kleine Straße haben. Dann machen wir hier noch einen kleinen Mini-Kreisverkehr. Sehr witzig, jetzt kriege ich ja diesen Winkel nicht hin. Welcome to Go Nuts Donuts, the best donuts in town. We've got grapes and crawlers and creepy, crazy, crunchy critters. It's a full-on horror show at Go Nuts Donuts. Bet you won't last 5 minutes. Go Nuts Donuts. Macht ihr das nicht? 68 Meter. Der rastet nicht ein. Warum? Nochmal neu machen? 48. Das verstehe ich nicht. Ist mir jetzt auch wurscht. Ich mach's anders. Das ist mir jetzt zu viel Fummelei, ganz ehrlich. So, ich brauche Getreide. Ich brauche Getreide in diesem Bereich. So, Farm. Kommt hier ran. So, Bums. So, nicht schön. Wollte ich eigentlich auch nicht so haben. Wir lassen es jetzt aber trotzdem so. Wenn das Spiel sagt so, dann machen wir halt so.
Zack. Zack. So, schön. So, na dann. Noch mehr Getreide. Da brauchen wir auch keine weitere Zufahrt. Das ist in Ordnung. Hier haben wir gleich noch ein bisschen den Bereich frei gemacht fürs Industriegebiet. Dann nehmen wir die nochmal mit. Das hier auch noch mal ein bisschen anschließen. Oh, was tue ich denn da schon wieder? Alle kreuz und quer, links und rechts, oben, unten. Okay. Ja, was wir jetzt hier noch machen, weiß ich noch nicht so genau. Wir brauchen hauptsächlich jetzt auch erstmal keine Industrie. Wir müssen hauptsächlich gucken, dass wir hier noch mehr Wohngebäude und halt vor allem Gewerbe. Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Und da frage ich mich aber auch, haben die jetzt hier die ganzen großen Gewerbegebiete gebaut? Tatsache. Haben sie. Und die wurschteln sich jetzt hier alle durch die Straßen, ne? Die wollen alle links abbiegen. Ach, guck an. Oder nein, die fahren die ganze Zeit im Kreis wegen den Parkplätzen. Ach, du ahnst es nicht. Und hier oben sind sie leer. Vorrangig. Und hier? Keine Entlastung, läuft eher bald voll. Ach Leute, euch ist aber auch nicht zu helfen, Mensch. Wir könnten noch mehr Industriegewerbe gebrauchen, ne? Hier bauen wir noch mehr Häuser. Zack. So, dann müssen wir mal schauen, ob hier noch alles reicht. Freizeit, oh Gott. Ja, gut, dass wir über Freizeit gerade mal gesprochen haben, weil hier kam nämlich gerade so eine kleine Pop-up-Nachricht. Das Freizeitangebot ist räudig. Das stand da nicht, sondern Freizeitangebot ist top, aber es ist offensichtlich ja nicht so doll. Wir machen hier mal die Sportparks. Die schalten wir auch gleich frei. Was noch? Das brauchen wir erstmal nicht. Ja, die Uni müssen wir freischalten. So, Parks. Zeig mal her. Große Sportparks. Damit werden hier alle wahrscheinlich erstmal zufrieden, ne? Ja, moin. Alles klar.
Da müssten wir aber dann eigentlich fast einen Bus ankommen lassen, ne? Oder natürlich hier bei den ganzen Parkplätzen noch einen Fußballplatz dazu. Oder vielleicht eher hier. Ja. In dem Zentrum müssten wir uns aber auch noch was überlegen. Schwierig halt, ne? Wirklich schwierig. Schaut mal, hier drüben haben wir komplett ignoriert. Kriegen wir das hier so reingeschummelt eigentlich? Zeig mal her. Ja, ist okay. Hat jetzt nicht den mördermäßigen Einfluss, aber... Oh, warte mal, hier ist Platz. Na, auch keine Chance. Da muss wahrscheinlich gleich ein Arbeitsplatz weichen. Es ist nicht zu verhindern. Es ist so nervig, ne? Aber es bleibt nichts übrig, wir müssen hier rein. Die ein oder andere Industrie muss dann halt leider weichen. Oh, das ist ja nur so ein Winzling. Ja, Moment. Schaut euch das an, die wollten einfach nur Freizeit. Die wollten einfach nur ein bisschen Fitness. Ein bisschen pumpen.
Ja, moin, es geht nur ums Pumpen. Oh mein Gott, der ist ja so overpowered. Damsness Diner offers great food and great fun. Das ist ja krass. Okay, hier bringt das nicht so viel. Ich überlege gerade hier ein Freibad rein. Das Problem ist, wir haben halt hier auch keine Busse oder sowas und keine Parkplätze. Aber die würden sich schon hart drüber freuen. Oder wie wär's mit einer Sehenswürdigkeit? Nee, der hier muss ja eigentlich irgendwie auf so eine kleine Insel, ne? Der Fernsehturm. Oder das Riesenrad, das müsste eigentlich auch auf eine kleine Insel. Vielleicht machen wir das auch nochmal. Vielleicht bauen wir dann auch noch eine kleine eigene Insel. Mit Attraktionen. So eine Entertainment-Insel quasi. Auch eine Idee. Aber ja, hier die Schule kriege ich irgendwie nicht begeistert. Ist halt wirklich hart, weil die Schule halt hier einfach knallhart schon einen Sportplatz hat. Und die können den scheinbar nicht zur Unterhaltung nehmen. Hier schaut mal, alles um die Schule rum ist eine Vollkatastrophe. So ein Riesenthema und so ein Riesendrama vor allem ist. Kleiner Spielplatz. Hier setzen wir auch noch was Größeres hin. Fitness. Fitness, Fitness, Fitness. Dieser kleine Fitnesspark ist so erfolgreich. Krass. Die wollen hier alle links abbiegen. Ja, ich erkenne auch so ein bisschen, was das Problem halt ist. Die wollen halt hier alle wieder raus aus der Stadt. Und können sie nicht, weil die Verkehrsführung hier eine Vollkatastrophe ist. Ja. Ich sehe es ein. Und die kommen ja alle wegen dem Parkplatz runter. Ja. Das Sozialamt hier ist ein Problem.
Wir haben hier ein doppeltes Problem, ne? Wir haben hier das Problem, dass die zu viele Ampeln auf zu kurze Distanz. Ja, irgendwie drei Ampeln hier in kürzester Zeit. Das ist natürlich voll doof. Und die Straßen sind doch alle ein bisschen zu eng. Zwei Spuren, die geradeaus führen. Teilweise teilen sie sich die dann auch noch. Und wieder eine Ampel, und wieder eine Ampel, und wieder eine Ampel, ne? Also ich müsste halt hier rangehen, dann würde ich halt eine Ampelkreuzung komplett sparen. Dann stehen die sich trotzdem die beiden in den Bauch, weil mehrere Parkplätze sich hier in eine Richtung förmlich erbrechen, könnte man schon fast sagen. Und hier stehen sie halt auch. Weil die wollen... Nee, die Einfahrt vom Parkplatz ist hier, das funktioniert ganz gut. Ah, die kommen auch von dem Parkplatz und kommen auch nur hier lang. Das heißt, die würgen sich im wahrsten Sinne des Wortes auch nur hier durch. Was schade ist, dass sie halt nicht einen anderen Weg in Betracht ziehen. Aber wenn sie halt wirklich nach Süden wollen, geht es halt auch nicht anders. Ja, und die leite ich halt alle darum, weil es nicht anders geht. Und auch die leite ich darum. Ah, okay. Ja, ich erkenne das Problem. So. Dann müssen wir aber das hier mal ein bisschen verändern, meine Damen und Herren. Da müssen wir eine neue Lösung herholen. So vielleicht. Ah, die Allee ist schon geil. Das gefällt mir gut. Jetzt parken die natürlich hier auch wieder. Das gibt's doch nicht. Geht weg. Ist halt auch nicht so elegant gelöst. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, ich könnte selber entscheiden, wo die aus den Parkhäusern rausfahren, wo die reinfahren. Das würde mir viel besser gefallen. Jetzt fährt hier aber nicht noch der Bus lang, oder? Nee. Der fährt dort lang. Gucken wir mal, ob wir da eine bessere Lösung haben. Ja, ich glaube, das ist besser. Na, schaut mal, das staut sich sogar hier.
Ja, weil das die Zufahrt ist zum... Ja. Da müssen wir auch auf vierspurig gehen. Wir müssen ein bisschen Geduld haben, glaube ich. Also es ist eine zähe Nummer hier. Und ich hätte nicht gedacht, dass das hier ein Problem wird, tatsächlich. Stehen hier natürlich wieder Busse rum. Aber ja, jetzt rächt sich so ein bisschen halt dieses Einbahnstraßenkonzept. Oder sagen wir mal so, was heißt rächt sich? Es zeigt zumindest ein paar Schwächen auf. Wolken oder die nächsten Wolkenkratzer wohl eher entstehen so langsam. Wie sieht's hier aus? Ah, alles voll. Alles voll. Schön. Was ist denn hier passiert? Wie sieht es denn hier aus? Okay, wir fahren hier alle runter. In Ordnung. Now entering thick digital games. Prepare for sensory overload. You want it thick. Digital. Are you a man or a mountain? Digital. Okay, Wasseraufbereitung funktioniert auch wieder wunderbar. Strom ist noch kein Problem. Gesundheit. Genau, wir wollten mal durchgehen durch die ganzen. Gesundheit. Geht noch. Müll. Even got your dang old denim leg garters for the boys who love that denim real good. You ever wear a denim vest? I'll tell you, girl, you will have them swarming. You'll see. Come on down to Denny's Denims. I'll set you up. Don't ask for Denny. Ja, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wird jetzt leider unumgänglich. Das war hier nämlich... die Straße noch mal verschieben. Super hässlich schon wieder geworden. Thank you.
Nicht schön, aber ist okay. Jetzt ist die Frage, kriegen wir hier jetzt noch die Gebäude ran? Dann meckert der doch bestimmt mit mir, dass er da keine Straße mehr rankriegt, oder? Ja. Das ist doch Quatsch. Das ist doch wirklich einfach nur Quatsch. Wir machen es ganz anders. Oh je, fruchtbarer Boden ist das jetzt hier natürlich nicht mehr. Ah, natürlich, ich habe mir... Eieiei. Oh. Ah, hätte es mir ja denken können. Wenn man seine Müllkippe so platziert, dass sie auf fruchtbarem Boden stand, darf man sich nicht wundern, wenn der fruchtbare Boden verschwunden ist, nachdem die Müllkippe verschwunden ist. So, was können wir hier noch machen? Wir können mehr Müll wegen Verarbeitungskapazität, Recycling. Wir nutzen hier jeden Zentimeter aus, ne? Ich müsste eigentlich mir über eine Verbrennungsanlage Gedanken machen, aber die ist halt so dreckig. So vielleicht. Ach, verdammt. Ich habe keine Ahnung. Ach komm, wir machen das jetzt erstmal so. Ja, mega endgeil ist es nicht, aber... Ist okay. So, hier ist schon wieder ein Unfall passiert und wir brauchen immer noch sehr qualifiziertes Personal. Ich finde... Wait, was ist denn hier los? Feuer! Und nicht zu knapp.
Öltank brennt. Ja, moin. Und verunfallt sind die jetzt... Achso, die sind verunfallt und haben das hier in Brand gesetzt. Ja, schön. Das hat ja gut geklappt. Naja, lassen wir mal die Industrie lieber die Industrie sein. Ja. Es ist hier immer noch so brechend voll. Na, ich sag's wie es ist. Entweder schmeißen wir die Parkplätze raus. Oder überlegen uns ein komplett neues Konzept, damit die Fahrzeuge hier verschwinden. Weil die Stadt wächst jetzt langsam und die Stadt wird jetzt langsam so groß, dass das hier nicht mehr so aufgeht wie bisher. Auch müssten wir mal eine komplette Reihenhaussiedlung irgendwo bauen. Weiß auch noch nicht wo. Aber das ist hier so ein Schwerpunkt, den müssen wir eigentlich mal lösen. Was hier an Fahrzeugen steht, echt ein bisschen viel. Auch ein bisschen viel für eine Kreuzung, denke ich. Ja, ihr Lieben, aber ich werde jetzt Feierabend machen. Ist kurz vor 12 und bei mir geht der Tag morgen wieder knallhart los und deswegen machen wir hier nächste Woche weiter, nächste Woche Dienstag, aber auf dem Kanal machen wir am Donnerstag schon weiter und zwar gibt es am Donnerstag eine Demo. Wenn alles dabei bleibt, wenn nicht, muss ich spontan umdenken, aber geplant ist, dass wir am Donnerstag If Sun Sets spielen. Das ist eine Demo, Survival Game. Bin schon sehr gespannt. Und City Skylines nächste Woche wieder. Guck mal hier, das ist jetzt mittlerweile auch deutlich größer geworden hier. Geil. Sehr cool. Ja, also so langsam wird hier auch die Innenstadt größer. Das ist jetzt auch so ein bisschen das Ziel natürlich. Dann auch hier das alles so ein bisschen größer werden zu lassen. Ah, das ist hier schon alles. Große Geschäftsgebäude. Oder hohe Dichte Geschäftsgebäude. Aber tut denen auch nicht schlecht hier. Weil guck mal, hier ist ganz viel... Ganz viel Bedarf. Mhm. Sehr, sehr cool. Oha, auch hier überall noch, ne? Alles grün. Krass. Ja, schön. Also wie gesagt, das Ding hier, da muss ich mir was Neues überlegen. Das funktioniert nicht. Vielleicht müssen wir auch eine Doppelstraße draus machen und in den sauren Apfel beißen. Und das Parkkonzept nochmal überlegen. Mal gucken.